Moin Leute, hier ist euer Adi Sophia mit Langes her Mario Kart Super Circuit. Soweit ich noch weiß, sind wir im letzten Part stehen geblieben bei dem Blitzcup, den wir mit Bowser gemacht haben. Und der lief eigentlich ganz okay. Dann mal schauen, wie das heute so zustatten geht. Da wir schon alle Characters genommen haben, würde ich sagen, lassen wir den Zufall entscheiden, mit welchen Fahrer wir heute spielen werden, beziehungsweise fahren werden. Der Zufall entscheidet und es ist der gute Wario. Und mit Wario machen wir nochmal den Sternencup. Ich glaube, wir sind im 50er CCM sogar mit Wario gefahren, glaube ich, oder? Oder da täusche ich mich? Weil soweit ich weiß, sind wir, glaube ich, im 50er CCM sogar schon mit Wario gefahren. Könnte ich mal aufklären, aber soweit ich noch weiß, sind wir mit Wario gefahren. Aber naja. Wir sind ja hier bei dieser. Naja, ich gucke jetzt nicht immer beim Namen hin. Deswegen muss ich jetzt raten. Ich sage jetzt einfach mal Eisstrecke. Ja, ich gucke ja nicht immer bei den Strecken hin. Und ich glaube, ich müsste das jetzt auch nicht immer wieder sagen, weil wenn ihr schon, ja, wenn ihr schon meine Videos zum 50er Hubraum schon gesehen habt oder so, dann habe ich ja jede Strecke sozusagen mehr oder weniger vorgestellt. Und jo, deswegen würde ich sagen, müsste ich das jetzt immer nicht nochmal erklären. Also würde ich jetzt so sagen. Wie gesagt, schaut einfach mal rein. Und yo. Ich könnte auch mal den roten Panzer benutzen. Ich weiß nicht benutzen, aber wenigstens als Schutz. Damit hier, wenn wir getroffen werden. Ja, das war so arschklar. Damit wir getroffen werden, bekommt. Mann, was ist los? Bekommen wir nämlich nichts ab. Das wird dann der rote Panzer dann erledigen. So, was bekommen wir dann als zweites? Ich habe auch irgendwie auch lange nicht mehr. Okay, ein Pilz geht noch. Okay, den roten Panzer hat gerade Wario. Ach ja, wir zocken gerade Wario. Hallo! Na? Ja, den hat Mario bekommen, das wollte ich sagen. Ja, okay, gut. Wenn es geht, bitte nicht failen. Hä? Das war doch nicht. Ja, genau, jetzt failen wir noch, oder? Fahr, 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 komm, 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 komm. Boah. Das war arschknapp, ey. Mal wieder. Und das schon in der ersten Strecke des 100er CCM Sterncups. Meine Fresse. Das ist die erste Strecke. Aber ganz knapp noch den ersten Platz geholt, Leute. Wie gesagt, nochmal Ribbon Road. Zweite Strecke. So, mal schauen. 100er CC, wie es abgeht. Kann ich es timen? Ja, ich kann timen mit Turbostart und so. So, dann nochmal was Kurzes, so kleines bisschen off-topic. Ich habe für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, so ein kleines Infovideo gemacht. Das werde ich für euch dann nochmal verlinken. Ja? Wie gesagt, so ein kleines Infovideo, weil mein Zeitplan, sag ich mal, wird jetzt, mache ich ein bisschen anders gestalten. Ne? Es wird nicht mehr jeden Tag ein Video rauskommen, weil ich dann befürchtet, dass ich dann irgendwann nicht auf die Reihe bekomme, das dann jeden Tag wirklich selbst ein Video zu machen. Und für mich dann sonst ein bisschen zu viel wird. Weil ich bin ja sozusagen schon Anfänger und jeden Tag ein Video oder so. Für euch zwar vielleicht sogar cool, aber für mich ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen anstrengend, weil hier auch noch ein bisschen Stress, weil halt noch Schule ist und so. Deswegen, ja. Heißt noch ein bisschen lernen noch für die paar Wochen, um ja, bevor die Zeugnisse kommen. Mann, da werde ich jetzt auch noch von Bowser gerammt und ja. Zum Infovideo. Ich werde es verpacken auf jeden Fall. Ich werde jetzt nicht hier groß alles sagen und so. Weil das bringt jetzt nicht euch das Infovideo da reinzugucken, wenn ich schon fast alles erzählt habe. Deswegen, Teil habe ich gerade gesagt. Wie gesagt, ich werde es für euch in die Videobeschreibung packen und jo, schaut's euch einfach an. So, nebenbei. Letzte Runde.
Ach ja, wir haben ja gerade Rundpanzer-Comics, den könnten wir ja auch mal benutzen. Und ich fahre gerade ein bisschen sehr schlecht. Ein bisschen noobig, irgendwie finde ich, weil ich habe das jetzt privat auch nicht mehr so viel gezockt. Ne, mit Stellen kommen jetzt nichts mehr reißen. Ne, schade. Ich habe das jetzt privat jetzt auch nicht so lange gezockt. Und ja, die Skills ist jetzt nicht mehr so vorhanden. Aber ja gut, ja wenigstens dritter Platz. Wenigstens dritter Platz. Insgesamt Tabellenführer. Ne, ich weiß, Tabellenführer wäre ja erster. Insgesamt sind wir ja zweiter. Das ist jetzt die dritte Strecke, Yoshi Desert. So, mal schauen, was wir hier rausreißen können. Ich muss halt ein bisschen mehr offensichtlich erfahren mit Wario. Und die Banane. Ach, zwei Züge, jetzt komischer Fehler gerade hier. Boah, wieder Faden verloren, ey. Das ist so zum Kotzen. Ja genau, Banane gleich benutzen, die wir gleich bekommen haben hier am Anfang. Jetzt den grünen Panzer. Zum Glück noch ein Item! Wow, das war knapp. Weil wenn man da reinfährt oder so, kommt dann hier so eine Piranha-Pflanze. Kaut unseren Fahrer, sag ich mal, beziehungsweise hier unser Wario, kaut unseren Wario ganz ordentlich und spuckt uns dann aus wie Einzelteile. Wir bekommen da noch Münzen abgezogen. Und das ist unschön. Treffen wir Donkey Kong? Nein, wir treffen nicht Donkey Kong, weil wir es nicht können. Wir sind zu dumm dazu. Aber na egal, da mit dem grünen Panzer muss man halt ein bisschen treffsicher sein, ne? Sammeln wir mal wenigstens mal noch ein paar Münzen. Wir kommen jetzt mal als Item nochmal eine Banane. Irgendwie gerade ein bisschen häufiger, aber naja, das ist halt erster Platz. Letzte Runde, mal schauen, ob wir jetzt nicht extra failen, weil hier erste Strecke, habt ihr gesehen, war es wirklich ganz knapp. Ja, das war klar. Das war so klar, Mann! Wieso ist das immer so klar? Das ist so... keine Ahnung. Immer in der letzten Runde. Immer in der abgefuckten letzten Runde. Das darf nicht wahr sein. Das darf wirklich nicht wahr sein. Vielleicht können wir ja noch irgendwas rumreißen. Shit. Ja, genau. Lass mich wenigstens doch zweiter werden. Ne? Meine Fresse. Das war dumm. Und können wir es noch? Ja, okay. Mein Gott, ey. Wenigstens sind wir noch Zweiter geworden. Weil es hätte ja so schon kommen können, dass wir unter den vier Plätzen gelandet sind. Wenn ihr euch noch an den iPad erinnern könnt. Alter, das war so heftig, ey. Eine Strecke nochmal fahren, ey. Ey, insgeheim in Gedanken bin ich schon ausgerastet. Aber ich wollte es im Let's Play nicht so übelst aggro machen, damit das nicht so bescheuert rüberkommt. Aber, naja, jedem auch sei. Letzte Strecke, den Sternencup. Wieder Bowser's Castle. Kann ich halt nochmal sagen kurz. Mario Kart Wii bekannt. Habe ich hier zum ersten Mal gekommen. So, das war die kleine Zusammenfassung. Und ich bekomme mir immer die ganze Zeit Münzen ab, Junge. Mann. Was soll das, Mann? Ich werde hier voll geopfert, ey. Ja, danke. Danke. Bump. Oder wie du auch heißt. Ich kann mir die ganzen Mario-Dinger eh nicht merken, also. Okay. Geht euch das Piep auch immer so auf den Sack? Treff! Ja. Gib mir mal ein gescheites Ei. Okay. Nein, ich wollte den Panzer doch behalten. Na, okay, ich bin halt jetzt Erster. Naja, aber trotzdem. Egal. 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 Ich bin noch nach. Egal. Mann, fahr doch mal ordentlich bitte. Wäre nett. Sehr großzügig. Okay, das war Time. Ich hätte doch mal die Banane vorher mal nehmen können. Okay. Da ein bisschen angeeckt, aber egal. Ich konnte noch ein bisschen was rausholen. Gleich kommt die letzte Strecke. Aber ich habe jetzt gleich schon mal eine Vermutung, Leute. Es wird wieder passieren, dass ich so dermaßen fehle. Dass ich nicht erster Platz bin. Und ich habe die Banane, da habe ich doch... Ja, genau. Habt ihr das gesehen? Das war arschknapp, Leute.
Es war ganz knapp. Ja, fast in die Lava gefallen und. Mal ein bisschen driften hier. Komm, noch mal eine Banane. Und wir behalten die Banane, wenn es geht. Bitte. Wow, 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 wow. Bleib ruhig. Vor allem Yoshi. Der soll nicht so nah. Der soll nicht so nah an uns sein. Hier. Ich treffe ihn noch mal. Tami haben ihn noch getroffen. Wie geil. Okay. Jetzt haben wir doch noch erster Platz geworden, Leute. Haben wir es noch geschafft? Oh yeah. Und insgesamt. Komm schon. Yes! Aber ganz knapp mit Donkey Kong. Ganz knapp erster. Ganz knapp. Puh, okay. Damals ja gerade noch so. Ich wollte jetzt sagen, weil das noch so komisch, so kleines bisschen pixelig war, da vorne hätte ich jetzt gedacht, das wäre hier Peach. Aber wir sind ja nicht mit Peach gefahren, wir sind ja mit Wario gefahren. Und haben noch den Goldpokal bekommen. Ich hab den Rang, D-Rang ist mir Rille. Hauptsache Goldpokal und gut. Wie gesagt, ich hatte ja schon mal im 50er CCM schon gesagt, ich werde privat beim 150er CC die Cups mit 100 Münzen sammeln. Also das mache ich dann privat. Deswegen kann es sein, dass ich erstmal dann was anderes Let's Play dann in der Zwischenzeit. Da kann es dann passieren, dass dann in den Zeitraum dann erst bei einer Weile kein Mario Kart Super Circuit kommt, weil wie gesagt, ich mache das dann privat mit den Münzen. Weil das ist dann doch ein bisschen dumm, das dann nochmal zu zeigen, wie ich die 100 Münzen sammle. Und ich habe einen Trick, aber das euch dann zu zeigen, naja, ich weiß ja nicht so. Aber so soll es auch gewesen sein. Wir haben den Goldpokal und yo, sieht ganz gut aus, außer den D-Rang, aber der ist uns scheißegal. Und yo, dann würde ich sagen, war es für heute. Wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Mario Kart Super Circuit. Bis zum nächsten Mal, euer Adi Saphir. Ciao Leute, macht's gut. Haut rein.